Spiele, Filme und Cinematic sind eine wirklich coole Sache. Das Problem ist, wir benötigen Soundeffekte. Und woher bekommen wir die Soundeffekte? Von Webseiten wie Sonnes, aber die kosten natürlich immer ein paar Dollar. Auch wenn die hier und da günstig sind, ist es doch cool, wenn wir irgendwas kostenlos bekommen. Und deswegen, willkommen zu diesem Video, hören wir einfach mal rein. Ja, eine Sirene, wir haben eine Stadt, schöne Ambientgeräusche, das liebt jeder von uns, beziehungsweise die Leute, die Ambientgeräusche benötigen, aber wie wär's denn damit? Hört sich verstörend an, soll auch so sein. Das Coole ist, diese Soundeffekte und tausende weitere Soundeffekte bekommen wir komplett kostenlos. Denn Sonnes hat mit vielen, vielen Creatoren und natürlich auch Firmen zusammengearbeitet, um diese ganzen Packs hier zu kreieren. Dieses hier ist zum Beispiel das GDC-Pack, das Game Audio GDC-Pack von Sonnes.com. Das bedeutet, ihr könnt hier tausende von Soundeffekten runterladen von der GDC oder für die GDC 2021 bis 2023, 2020, 19, 18, 17, 16, 15. Und das Coole ist, wir können die in unseren Videos und Spielen nutzen. Und zwar kommerziell. Können wir hier oben auch nochmal lesen, deswegen mein Hinweis: Geht mal auf die Webseite, klar, ihr müsst das hier runterladen, das Gute ist, das kann man sehr, sehr schnell runterladen, wenn man schnelles Internet hat. Wir können hier oben, wie gesagt, lesen, dass das Ganze eben jedes Jahr freigegeben wird für die Game Developer Conference, einfach nur deswegen. Sonnes sagt dann, hey, guck mal hier, wir haben coole Packs, wenn ihr wollt, gebt ein paar Dollar aus und ihr bekommt noch mehr Soundeffekte von dem jeweiligen Pack. Und auf der anderen Seite, nutzt diese Packs, probiert's aus, testet sie und nutzt sie auch in Spielen, um euer Spiel voranzubringen. Hier steht auch nochmal, dass keine Attribution, also kein Querverweis oder Verweis auf Sonnes.com oder die Creator erforderlich ist. Und wir können das in einer unlimitierten Anzahl von Projekten verwenden für den oder bis zum Ende unseres Lebens. Und das Ganze ist natürlich auch commercial usebar. Das war jetzt englisch, ihr wisst, was ich gemeint habe. Denn die ganzen Sachen sind natürlich royalty free. Und hier steht es mal commercially usable. Das bedeutet, wenn ich jetzt mich entscheide, ein Computerspiel zu machen, zum Beispiel ein Jump'n'Run-Spiel fürs Handy, und jetzt kostet das 1 oder 2 Euro, oder ich mache es für Computer und es kostet einfach 10 Euro und ich verwende diese Soundeffekte hier unten, dann kann ich das natürlich ohne weiteres machen. Ich muss weder irgendwie einen Hinweis auf Sonnes angeben, auch wenn bestimmt die Herrschaften das hier gut finden würden. Also unter Umständen überlegt euch, ob ihr das macht. Einfach als kleines Dankeschön. Und auf der anderen Seite kann ich das Ganze kommerziell nutzen. Das heißt, kein Querverweis und ich darf damit Geld einnehmen. Was ihr beachten müsst, ist natürlich nur, dass ihr hier das nicht jetzt als Hauptteil eures Projektes nutzt, im Kontext von, ich mache kein Spiel, sondern ich mache wie so eine Art Musikplayer oder ich tue das hier weiterverkaufen. Das dürft ihr nicht, ja. Aber wenn ihr ein Computerspiel macht, wo einfach die Soundeffekte genutzt werden für euer Computerspiel, dann ist das in Ordnung. Es ist kostenlos, Leute, ja. Warum wartet ihr noch? Klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung, ladet es euch runter. Vielleicht was für dein nächstes Unterwasserspiel oder deine nächste Entspannungs-App, ich weiß es nicht. Wie gesagt, guckt einfach mal da rein, vielleicht gefällt euch hier was. Wir haben ja auch noch andere Dinge. Hier ist jetzt zum Beispiel dieses Pack, was ich gerade runtergeladen habe. Hier wurde einiges von Pole Position. Das ist der Creator. Oh, Autos, Autos, Autos. Das ist jetzt natürlich wirklich interessant, weil Autos beispielsweise, da benötige ich auch noch Soundeffekte. Wir schauen einfach mal in den M4, BMW M4. Und hier haben wir jetzt ein paar Beispiel-Soundeffekte von den jeweiligen Packs. Zum Beispiel M4, Onboard, Drive, Gearshift, Engine, Center oder Idle. Steady in Neutral oder SFX Parking Brake Interior. Wir hören mal rein. Oh, das war schon. Sexy. Aber auch hier, wie gesagt, ist jetzt Exterior. Hier ist sehr, sehr viel dabei. Also ich muss sagen, ich finde das richtig cool. Wir haben auch eine View-Tracklist. Das ist natürlich nochmal für den einen oder anderen interessant. Hier können wir nämlich jetzt ganz easy sehen, was, wo, wie enthalten ist. Cover me, I'm reloading zum Beispiel. Und hier sehen wir dann auch den jeweiligen URL von dem jeweiligen, naja, Creator. Und ich finde, das ist eigentlich eine wirklich schöne Sache, wenn das hier dann mal lädt.
Aber wir haben hier eben eine schöne Übersicht, was ist wo wie enthalten. Und entsprechend können wir dann auch spezifische Dinge herunterladen. In dem Fall haben wir hier nochmal das Pack mit dem Originalpreis $64, jetzt $51. Hören wir mal kurz rein. Contact! RPG! Secure the perimeter! Roger that! Regroup! Also sowas kann man davon dann definitiv erwarten. Und wenn ihr einfach ein Preview davon haben wollt, hört euch das Ganze an und dann sehen wir mal weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne eure Meinung jetzt gerade in die Kommentare rein. Was haltet ihr davon? Werdet ihr es holen? Werdet ihr es nutzen? Kennt ihr was Besseres?